Ich habe ja noch ein bisschen Kupfer. Ich kann mir eine Kupferrüstung bauen. Du kannst auch mal wiederkommen hier. Ja, ich bin dabei. Heul nicht gleich wieder rum. Heul nicht gleich wieder rum, sagt er. Aber bin ich überhaupt richtig? Ja, gehört ich doch schon. Sag mal, ach ja. Kann man ja wieder aufsammeln? Oh, ah! Wäre ja jetzt fast draufgegangen hier. Die Frage ist, wo bist du jetzt, ne? Ich bin hier unten, wo sehr du abgeregt bist. Ach, das Wasser, das ist natürlich scheiße. Na, das habe ich gerade mitgebracht, wie angekündigt. Ne, das hier unten? Na, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Naja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und dann ist es nicht mehr, ne? Weiter. Ja, dann... Och nein, och nein, och nein, och nein. Oh, hoffentlich stirbst du. Hoffentlich stirbst du. Noch ein Geschenk. Du wünschst mir den Tod? Natürlich. Ey, jetzt hab ich so ein blaues Geschenk gekriegt, ne? Okay, was ist drin? Na, ja, bestimmt wieder diese blaue Candy. Wo ist denn der da? Nee, grünet. Oh, oh. Aber da haben wir ja sonst nicht gekriegt. Kam Update? Nee, ne? Also, ich hab nichts runtergeladen. Nein, ich hab auch auf manuell, nicht auf automatisch. Ja, doch, ich hab auf automatisch, aber. Nee, ich mach auf manuell, weil ich hab ja dann so Spiele wie Rage, die ich gar nicht mehr spiele. Muss ich nicht runterladen. Ja, mein Gott. Wenn du sie mal spielen willst irgendwann. Na, dann lade ich den runter. Also. Kann man natürlich so sehen. Kann man aber auch anders sehen. Ich lasse es lieber direkt automatisch machen, wenn der PC startet und hab dann jedes Spiel immer startbereit. Ja gut, aber wenn du LTE hast, dann ist das was anderes. LTE ist doch eigentlich ganz geil. Naja, aber du hast eine Download-Begrenzung von 15, also ich hab zumindest 15 GB bloß. Okay, aber sehr schnelle, ne? Naja, natürlich, 21.000er Leitung haben wir. Ja, die kommen auch an. Also ich lade hier mit 2,5 MB in der Sekunde. Ja, ist doch nice. Genialer war mal gewesen, immer hat das nicht funktioniert, ja, weil der Störung schon wieder war, haben wir öfters mal. Dann hab ich einen Typen von Vodafone angerufen und hab gesagt, ja, naja, ich hab hier bloß 40 KB in der Sekunde. Naja, wie kriegen sie normalerweise? Na, 2,5, also 2500. Was haben sie für eine Leitung? Na, 21.000. Na, dann müssten doch 21.000 KB in der Sekunde ankommen bei ihnen. Ich sag, was sie meinen, sind Bytes, nicht Bits. Nee, das ist so. Und ich sag, ja, genau, ist gut. Ja, die Vodafone-Mitarbeiter, die haben es drauf, ne? Aber die kennen sie aus. Natürlich. Achso, wir achten auch ein bisschen, ob hier irgendwie Minen sind oder so, ne? Ah, da, was für Minen? Ja, also Adern. Adern. Was für Adern? Adern habe ich an der anderen Ende. Was ist da hinten? Ist da irgendwas? Eine Qualle! Wo? Nee, ich sehe sie. Diesmal sehe ich sie. Ach ja, diesmal bist du nicht so blind, ne? Nicht so blind, da unten leuchtet irgendwas. Ist bestimmt auch wieder. Schieb's ruhig wieder aufs Alter, dass du das letzte Mal nicht gesehen hast. Oh, ich habe 3 Bomben gewonnen. Ey, da unten leuchtet was? Ja, lass es. Ach, das ist da so ein Dings bestimmt. Die Bomben können wir nachher hier brauchen. Was habe ich denn hier? Ein. Oh, was war das? Bomben, ja, habe ich gesehen. Was ist denn ein Active Stone Block? Atmet der? Keine Ahnung. Aber warte mal, ich bin mal gespannt gerade, was das ist. So. Was ist denn jetzt hingesetzt? Da ganz oben. Ja, aber irgendwie macht der nächste aktive Steinblock. Ey, ich sehe den ja nicht. Ja, das sieht genauso aus wie alle anderen. Achso. Okay. Ach, irgendwas. Alter, was ist denn das da? Wenn wir uns noch weiter runtergraben, dann kommen wir in eine Unterwelt. Das wäre nicht so nice. Ja, warum wäre das nicht nice? Das ist doch hammer nice. Naja, was willst du da unten ohne Rüstung? Dann kriegen die Zuschauer was zu sehen. Ach nein, nu. Die können ja selber spielen. Oh nein. Die schalten ja ein, weil wir so hochprofessionell spielen. Ja, natürlich. Wie geht denn das? Oder weil sie einfach nur Lust haben, ein paar Trotteln zuzugucken. Das ist natürlich. Das natürlich eher. Ah, da unten ist so ein. Warte mal, ich stell mal hier immer um. Ich stell mal immer auf farblos.
Auf farblos. Na, siehst du besser, ob das irgendein Scheiß ist. Lass doch mal Licht an hier. Ja, ich mach's nicht aus. Ist das da oben Stein oder was ist das? Um geht's. Steinblock? Steinblock. Boah, schon scheiße ohne Licht hier, ne? Ah, das wär so schön mit dem Helm gewesen. Oh oh. Ja, ich würde mal sagen, da bist du am Abnippeln, wa? Da links von dir ist noch ein bisschen GOLT. Alter, lass doch mal Licht an hier. Schmeißt mal was drin oder lass mal so an. Ja, komm. Hier für den Feind her. Geht doch. Gut, okay. Bin safe. Oh. Oh, oh, oh. Was denn? Das kleine Häuschen für dich errichtet. Ach so, ja, natürlich. Oh, ist das Wasser? Aber hier hinten ist Eisen. Ein Piranha. Sind Piranha nicht diese Fische, die Menschen fressen? Theoretisch. Also in echt, meine ich jetzt. Ja, natürlich. In echt, im Real Life, was ist das? Ah, was ist das? Nee, weil in irgendeinem Ausflug in irgendeinem See unter Wasser hier Tiere, Museum, Park, wie auch immer. Da meinten die mal, man soll nicht mit der Hand in das Piranha-Becken fassen. Naja, ach, da ist bloß so ein. So blutrünstig sind die ja nicht. Die haben mehr Angst vor dir als du vor die. Ach, wollten die dir damit nur so ein bisschen Angst machen, damit du deine Griffel da rauslässt? Ja. Aber ich hab das geglaubt. Aber alle Angaben ohne Gewehr, ne? Also wer hat hier danach macht? Gehen die nächsten direkt zusammen Piranha wecken, halten ihre Hand da rein. Der Gamer, die hat gesagt, da passiert nix. Oh, da kommt Wasser übrigens. Ja, das habe ich schon gesehen. Blub, blub. Aber irgendwie ist hier nicht viel, wa? Na, kommt noch, kommt noch. Ja, aber ich hab sonst mehr Glück gehabt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn du nicht bei bist, war ich viel besser gewesen. Wenn du nicht bei bist, weißt du. Ich bin aber dabei. Und warum bin ich dabei? Weil ich cool bin. Naja, lassen wir mal so stehen. Möchtest du mich jetzt etwa ernsthaft versuchen zu mobben? Nö, nö, nö. Ich lasse mich nicht von einem 20-jährigen alten Sack mobben. Weißt du, ich hab auch Gefühle. Und das tat jetzt weh. Dass du ein 20 Jahre alter Sack bist, tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Das schmerzt schon überall. Oh! Ach. Das war's. Ja, dann mach's tot. Nee, da war eine Falle. Wenn du die kriegst, das wär nicht schlecht, weil die kannst du gut verkaufen. Ja, krieg ich locker. Was machst du denn jetzt da? Ja, da hingehen und die Falle holen. Wo ist denn die angebliche Falle? Hier ist Gold. Oh, da ist da? Eine Falle. Ach, das ist bestimmt hier. Mach mal Licht, bitte. Mach mal Licht, bitte. Weißt du, hat selber genug Licht. Du willst hier nur die Falle da snacken. Na, ja. Hast du die? Scheiße. Ja. Da ist dein Plan wohl fehlgeschlagen. Naja. Hier brauchen wir unbedingt noch ein bisschen Gold. Ich sehe gerade, dein Leben ist ein bisschen knapp, ne? Also ich habe ja 120 von 120. Ich wurde ja gerade vergiftet. Von wem? Na, von den Pfeilen. Der hat mir doch getroffen. Achso. Das tut mir natürlich leid. Tot? Oh, Piranha, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Nee, ich bin nicht tot, weil ich 120 Leben hab. Mohahaha. Das ist auch nicht sonderlich viel. Mehr als 100. Ja, aber im anderen Spiel habe ich ein bisschen mehr als du. Nee. Du bist ja so ein Trottel, Alter. Warum? Wie viel hast du denn da? Hier oben ist noch Silbererz erstmal. Ach, das brauche ich ja nicht. Ich will hier was erleben. Ich will mir eine Ausrüstung bauen. Ja, krieg ich auch noch hin. Ich schnorre einfach bei dir. Kannst vergessen. Ich hab dir mal Licht gemacht.
Weil es anstatt da einen reinwirft, um sich noch ein paar aufzubewahren. Nein. Mann, ich hab 84 Stück. Ja, trotzdem. Was? Wenn du 84 Millionen Euro hast, gibst du ja auch nicht 4 Millionen Euro für stumpfsinnigen Stuss aus. Natürlich, ich würde mal gerne wissen, wie viel Bernd schon ausgegeben hat. Wer ist ein Bernd? Na, schlag den Rab. Sunny guckt, wa? Nee. Hat gewonnen jetzt. Hat er gewonnen? Naja, klar. Wurde ja Zeit. Scheiß Rab hier. Ja, aber ganz ehrlich, ey. Schlag den Rab, das ist so eine unseriöse Kackshow, ne? Ach, ich finde das lustig. Vor allem die letzte Aufgabe, da mussten sie so durch Steckmoos, so 2 Kubikmeter gefüllte, also so ein gefülltes Ding, so ein Würfel, mussten sie sich praktisch durchgraben, um auf andere ziehende Glocke zu läuten. War die letzte Aufgabe gewesen. Wer das schafft, hat gewonnen. Das war sau lustig eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich, der Rab, der hat doch eh nichts zu verlieren. Mein Gott, da hat er jetzt eine Show verkackt. Und? Macht er direkt nichts wieder? Ja, natürlich, aber er ist ehrgeizig. Ja, das ist, weißt du, ob es echter Ehrgeiz ist oder ob es gespielter Ehrgeiz ist? Ach, ich glaube, der ist so. Ich kicke auch eigentlich gerne PokerStars.de nach. Wie bitte? Da kicke ich auch gerne PokerStars.de nach. Und da ist er eigentlich auch. Ne, ehrgeizig, was das angeht. Ja, ich denke aber, dass das, nicht alles, aber zum größten Teil gespielt ist. Kann man eh wissen. Sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Ja. Jo, bin ich nicht. Und hier ist wieder noch Silber. Ja, ich weiß, hier hinten hast du auch noch ein bisschen Gold, wenn du das haben willst. Oh ja, das will ich haben. Okay, dann hole ich mir das. Nee, will ich nicht haben. Nein, Spaß, kannst haben. Hier ist jetzt gerade auch noch ein bisschen was, wo ich hier reinjumpe. Aber das da will ich haben. Ah, da war nur eine Bombe drin. Hab ich selber genug noch. Eine Bombe können wir nachher brauchen, falls wir die scheiß Schattenkugeln noch finden. Ja, ich hab ja noch ein paar Bomben. Oh, weißt du, was da hinten ist? Das ist jetzt ein bisschen mies. Was ist denn da hinten? Na, diese blaue Ding, ist das nicht diese komische Erz? Ja, da habe ich schon versucht, aber... Scheiße, und wir haben keine Goldaxt. Nein. Goldaxt brauchst du dafür, ne? Naja. Hast du genug Gold dafür da? Ja. Das ist mein erstes Gold, weil ich jetzt hier finde, glaube ich. Wie viel brauchst du nochmal für eine Goldaxt, dann Gold insgesamt? Oh, brauchst du 5, sag schon, Erze dafür oder so? Ich weiß nicht, wie viel Erze du dafür brauchst. Ach ja, stimmt, doch, das war eine Menge. Das war und da musst du erstmal noch, das. Oh, hier ist schön viel Bronze. Ich oh, Musik weiter. Ey, Gott, nee, gibt's hier schwule Viecher, ist ja unglaublich. Jetzt hätten wir gehofft, ich hab die Stoppuhr ja nicht gedrückt. Ach, lass einfach laufen. Oh. Nein, Goldfisch. Oh, ich sterbe. Oh, nein. Ich weiß ja nicht, kann man hier eigentlich so andere Let's Player mal erwähnen, so bekanntere? Sollte man das mal machen, oder? Kommt drauf an, wenn er sie jetzt negativ erwähnt. Nee, nicht negativ. Also erwähnst, dann hast du das Problem wie dieser, wie der Sasoga das hatte. Das ist auch so ein Let's Player. Der hat ein bisschen über hier Pete Smith hier und seine Crew da, oder beziehungsweise über die ganze Crew da, bisschen paar böse Wörter verloren und das als Videoantwort gepostet und ja, der echt? Hat auch von den Fanboys das entsprechende Feedback gekriegt, ne? Naja, das ist ja bloß, wow. Nein! War, ja, aber sonst kannst du halt eigentlich machen, klar. Na, weil jetzt ist von Gronkh, war jetzt Werbung gewesen bei meinem Video und ich sterbe, scheiße. Da war gar Gold gewesen und ich bin in einer scheiß Schlucht, fuck. Nee, nein, ja, da wollte ich aber auch mal drüber reden, stimmt, hast recht. Das war ja vom PlayStation All-Star Battle und dann auf mein Video jetzt Let's Play Together. Ich also dachte, ja, jawoll. Warum jawoll? Naja, komm erstmal so weit, dass du auch im Fernsehen schon erwähnt wirst. Im deutschen TV auf Pro7. Das hat nichts mit weit kommen zu tun, beim besten Willen nicht. Das hat einfach was davon zu tun, wie viel Geld steckst du in Werbung rein. Nee, das ist ja von meinem Video aus, die Werbung. Ach, die Werbung ist von meinem Video bezahlt, ja, ja. Naja, da siehst du richtig, da jetzt auf mein Video Let's Play Together schauen. Und dann, also Let's Play Together auf myvideo.de, richtig, also mehr Video-Werbung praktisch. Okay. Ja. Alter, zeigt dir, dass sie das nicht so schlecht machen.
ist ja bekannt genug dafür, ne? Ja. Nee, viele werfen ihm ja auch vor, dass er, wie die Außenseiter, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr geldgeil sein soll, dass er jetzt hier seine Live-Show da auf MyVideo macht, weil, sind wir ehrlich, MyVideo lässt dafür ein bisschen was springen. Natürlich. Und, ja, da wird ihm sehr viel Geldgeilheit vorgeworfen, den Außenseitern auch, aber, ja, ich persönlich denke nicht, dass das geldgeil ist, das ist einfach, die wollen halt so eine Livestream-Show machen. Ja, aber was dieses Geldgeil angeht, also was den vorgeworfen wird, mehr oder weniger, das finde ich bei Julians Blog schlimmer, dass den da mehr vorwerfen. Ja, aber, ich meine, Julians Blog ist jetzt nicht... Gleich kommt der ganze Haterboys auf deinen Kanal. Ist jetzt kein Favorite-Kanal für mich, finde ich, weil, der hat gute Videos gemacht oder diese Bibel-Analyse oder was er jetzt macht, ist auch cool, aber rappen kann der. Ja, das ist richtig Hammer, wa? Aber rappen kann der einfach nicht. Nee, kann er überhaupt gar nicht. Er macht coole Videos, der unterhält einen sehr, sehr gut, aber komm, das Rappen, das kann er sich knicken. War ein guter Versuch, aber hat nicht geklappt, ne? Ich meine, die Texte sind originell geil und sowas, aber er hat keine Stimme zum Rappen, das stimmt wohl. Ja, ey, und da ist voll viel Gold drin, ne? Warum haben wir das nicht geholt? Keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, weil jetzt kam auch der sechste Teil von der Seelensorge. Auf ja? Der Teil feiert, also. Was haben wir denn? Heute? Ja, muss ich gleich mal reinschauen. Also wirklich gut, es sind zwar bloß 3-4 Dinger, glaube ich, also nicht viele. Hat da wieder wenig Arbeit drin gesteckt, mehr oder weniger. Aber haben wir gemacht. Was sagst du eigentlich zu seinem Julians Blog Games, was er da jetzt macht? Nicht so gut. Nicht so gut? Ja, ich finde das auch ein bisschen. Da hat man alles schon gesehen, ne? Ja, das passt nicht zu Games. Unterhaltung kann er, das kann er. Ja, ja. Ja. Bum, bum, bum. Ja, was willst du da machen, ey? Nicht sterben. Ein untoter Miner, ein Skeleton und ein Fisch, also so ein Wurm. Also ganz ehrlich, der Helm, der war wirklich schon praktisch gewesen, eigentlich. Den vermisse ich irgendwie. Oh, tut mir leid, Mermann, dass ich müde bin. Ist eigentlich nicht so gut fürs Let's Play, ne, aber... Ach naja, wie gesagt, gestern halt auch mit den anderen noch bis um 2 gezockt. Boah, Mother Slime. Ja, das ist einfach, ich hatte heute, also montags, was ist denn bei dir so der anstrengendste Tag in der Woche und warum? Kann ich nicht definieren, also jetzt, ich kann jetzt so definieren, die erste Frühschicht. Wir haben ja Schichtrhythmus und da ist ja nicht, da kann man nicht immer gleich anfangen, mal ist es ein Montag anfangen, mal ein Mittwoch, mal ein Freitag. Ja, das stimmt, das ist eigentlich auch ein Vorteil irgendwo, ne? Also ich muss maximal bloß 3-mal früh aufstehen, den Rest kann ich immer auspennen. Boah, du hast es gut, ey. Naja, aber Nachtschichtschuppen ist auch nicht einfach. Wobei letzte Nacht 3 Nachtschichten ging es richtig, da haben meine Kollegen richtig abgehangen. Und dann so, was ist mit euch los hier? Ich richtig froh und um 3. Keine Ahnung, also momentan geht's. Na, bei mir ist halt, ich bin ja noch so ein armes Schülerwürstchen. Ja, die Schule, das ist halt echt, ne? Ja. Also. Und da hast du halt, also ich hab immer am. Ne? Am Montag? Am Montag, genau, weil der ist ja heute. Hab ich so den anstrengendsten Tag in der Woche. Ich hab normal 8 Stunden Schule. Und dann habe ich noch eine Doppelstunde Nachhilfe. Und dann gehe ich noch ins Fitnessstudio. Und dann komme ich irgendwann um 7, 8 Uhr nach Hause und war halt 12 Stunden draußen. Das ist, beziehungsweise nicht zu Hause. Und das ist halt schon ein bisschen hart, ne? Ja. Manchmal. So, bist du wieder runtergegangen, oder? Nee, ich bin gerade noch bei mir in der Bude. Sehr gut, weil dann... Schmeiß mal alle bitte, also ich wollte gerade sagen, schmeiß mal alten Ofen, aber guck mal, wie viel du zusammenkriegst. Oh, da unten. Mir dämmert's langsam, was dieses Candy-Zeugs da auf sich hat. Na, erzähl mal. Das ist wegen Weihnachten. Stimmt. Achso, und übrigens, wir haben auch noch rausgefunden, was man diese Sterne braucht. Aber weiß ja nicht, ob du das schon. Na? Ja. Na, was war das? Aber. Wisst nicht mehr, ne? Nee. Ab 10 Sterne kriegt man einen Mana-Kristall. Ah, richtig, richtig, genau. Und auch mein. Achso, noch mal her. Die Sterne? Oder den Mana-Kristall? Nee, den Mana-Kristall. Wenn du 10 Sterne eingesammelt hast und dann die zu einem verarbeitest.
Und das machst du wo noch gleich? Auf der Werkbank. Auf der Werkbank. Und ich dürfte jetzt auch 10er haben, dann kann ich gleich mal zeigen. Na, ich will auch einen. Hier. Auch. So, siehst du genau. Brauchen wir nicht meine Werkbank für. Kannst du so in der Hand machen?